Drei Punkte aus der vergangenen Freitagsansprache von Hazrat Khalifatul Masih V. Möge Allah sein Helfer sein. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verschickte Briefe an verschiedene Führer, um sie zum Islam einzuladen. Er sandte auch einen Brief an den König von Yamama. Im Jahre 9 nach der Hijra, als verschiedene Stämme nach Medina kamen, kam auch eine Delegation aus Yamama. In dieser Delegation war auch Musaylimah Kazab mit dabei, jedoch konnte er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht treffen. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sprach über Musaylimah Kazab und sagte: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Stock in seiner Hand. Musaylimah stellte einige Forderungen an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine davon war, dass er ihn wenigstens zum Propheten nach seinem Tod ernennen sollte. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er ihm nicht einmal den Stock in seine Hand geben würde. Musaylimah verkündete sein Prophetentum und begann die islamische Lehre für seinen Nutzen zu ändern. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte: Musaylimah behauptete zu Unrecht, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Prophetentum gleichgestellt zu sein. Er begann die islamischen Gebote zu ändern. So sagte er beispielsweise, dass das Morgen- und das Abendgebet nicht mehr verpflichtend seien, und er erklärte Dinge wie Alkohol und Unzucht für zulässig. Salli ala Nabi.